Da sind wir wieder bei Let's Play Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4. Ja, die ersten drei Jahre haben wir beendet in der letzten Folge. Und deswegen starten wir jetzt dann gleich in den vierten Teil, nämlich Harry Potter und der Feuerkelch. Doch zuvor würde ich gerne kurz eine Runde Shopping betreiben. Denn wir haben wieder fleißig Geld gesammelt. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt neue Charaktere freigeschaltet haben. Wir gucken das mal nach. Und vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen Boni für uns. Dass das hier so langsam geht, tut mir leid. Da wird man jetzt wieder richtig doof beim Zugucken. Und jetzt kommen vor allem wieder diese komischen Geräusche im Hintergrund. Wahrscheinlich haben wir gar keinen neuen Charakter freigeschaltet. Ich erinnere mich ehrlich gesagt an keinen einzigen. Doch! Fred Pullover. Guck, dafür hat sich schon gelohnt. Ah, Oliver Wood. Wird immer besser. Guckt nicht genau in die Mitte des Bildschirms, da gehen einem, glaube ich, die Augen kaputt. Das tut mir selber weh. Die Geräusche sind auch toll für die Ohren. Na? Gibt's noch einen oder ist das hier alles umsonst? Ich fürchte ja, wir sind schon im vierten Film, von daher gibt's hier vermutlich nichts Neues mehr. Ah, nee. Das, glaube ich, ist wohl doch nicht nach Filmen sortiert. Nee, gibt's nichts mehr, okay. Ich habe, glaube ich, alles gemacht, ja. Dann gucken wir mal noch kurz weiter. Hier konnten wir goldene Steine kaufen, oder? Der kostet nichts. Dann kaufe ich ihn. Na, die müssen wir dann, glaube ich, letztendlich kaufen, um alle, um das zu komplettieren. Mal sehen, ob wir bei diesem Spiel 100% schaffen. Ich habe so die Zweifel. Ach genau, hier war das. Haben wir da alles gekauft? Bislang eigentlich nur sinnlose Sachen. Aber ich stelle gerade fest, dass ich die nicht aktiviert habe, glaube ich. Außer sie speichert es. Aus, aus, aus. Naja, speichert es nicht. So. Gut, hätten wir das auch gemacht. Und dann gucken wir noch kurz in den Zauberspruch laden. Die haben wir alle schon. Ah, das fehlt uns noch. Werden die vermutlich nie wirklich brauchen, aber ich will gerne Geld ausgeben. Vor allem, die sind so sinnlos, wenn man die Haare färben. Ich frage mich, was wir als letzten Zauber noch dazu bekommen. Was ist das? Zöpfe flechten. Können wir so einen leisten? 40. Nee. Da oben können wir noch kurz eingeben. Haben wir keine? Gut. Ich glaube, das war's dann, oder? An Shopping-Möglichkeiten. Jawohl, da geht's zu Gringotts. Gut. Warte mal. Nee, halt, da haben wir schon geguckt. Da gibt's ja die Extras. Da haben wir meine ganze Folge damit verbracht. Nur. Ah ja, ich erinnere mich. Tut mir leid. Tut mir immer noch leid. So. Jetzt ist aber genug unnötiges Sach hier gemacht. Jetzt geht's ab in den vierten Film. Ich würde mir jetzt gerne mal probieren. Man kann hier keinen Zauber auswählen, oder? Das finde ich immer ein bisschen ätzend. Ich würde es halt gern den... Nee, das geht jetzt nicht. Ich dachte mal, warte, ich würde es gerne mal diesen... Ah, das habe ich glaube ich schon mal probiert und es hat nicht funktioniert. Ah doch. Sie hatte ganz kurz die Zöpfe. Jetzt hat sie dafür Blumen auf dem Kopf. Gut. Witzig, aber sinnlos. Gut, dass wir dafür Geld ausgegeben haben. Jetzt geht's los. Vierter Film. Tut mir leid für die Verspätung. Let's go. Beginne Jahr 4. Ist das der Eismann oder was? Ah ne, der Milchmann.
Die Geräusche. Cool, sogar ein Level auf dem Campingplatz, das finde ich toll. Warum wir jetzt ausgerechnet Ginny und Hermine spielen, weiß ich nicht, aber das ist ja egal. Tja, willkommen im Jahr 4. Zumindest so halbwegs, noch sind wir nicht in der Schule. Ich muss ja sagen, diese Szene vom Anfang, diesen Korridor da oben im ersten Stock, wo Voldemort da in diesem Raum sitzt, in diesem Sessel mit, ich glaube, wir haben gerade sie zum Tanzen verhext, und Wurmschwanz da ist und so. Das war eine Szene, die konnte ich, als ich den Film zuerst mal gesehen habe, da war ich noch relativ jung, das war halt kurz nachdem er rauskam, ich konnte mir das so lange nicht angucken, weil ich da extrem Angst vor hatte. Ich weiß nicht warum, dieser Blick in den Korridor da rein, mit dem Stuhl am Ende, das fand ich so unfassbar unheimlich, ist es ja auch irgendwie. Und welche Szene ich mir auch überhaupt nie angucken konnte, war die Szene auf dem Friedhof später. Wenn Wurmschwanz Voldemort da durch die Gegend trägt, dann sieht man ja ganz kurz Voldemorts Gesicht, als er halt noch dieses Baby sozusagen ist. Das war auch was, das konnte ich mir ewig nicht angucken. Das hat mich mal so fertig gemacht. Naja. Deswegen finde ich auch immer, dass der Film ab 12 freigegeben ist, ist so grenzwertig. Zumal mit allem, Todesflüche und so. Naja. Oh Gott, Todesser. Aber das fand ich schon beim ersten. Also der erste ist ja auch ab 12. Und ich meine, da gibt's Voldemort im Wald, der Blut von einem Einhorn trinkt, am Ende zerfällt Quirrell in Asche und alles und hat zwei Gesichter. Naja. Aber die Jugend von heute soll ja tougher sein, von daher. Vielleicht war ich auch einfach nur eine Memme. Das ist natürlich auch im Bereich des Möglichen. Abmarsch. Das ist ja auch mal so eine Sache, die würde mich sehr interessieren, wenn ich J.K. Rowling mal treffen würde. Können wir denen da oben irgendwie helfen? Mich würde mal interessieren, wie sie auf den Begriff Todesser gekommen ist. Das ist ja irgendwie schon wunderlich, möchte ich sagen. Aber für sowas gibt es ja auch Pottermore. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Internetseite, die sich sozusagen nur um irgendwelche Geheimnisse rund um Harry Potter kümmert. Da kann man auch wahnsinnig viel machen. Ich habe die selber erst vor einem halben Jahr oder so entdeckt. Ich finde die ganz cool. Da sind auch wahnsinnig viele Zusatzinformationen drin. Zu jedem Charakter gibt es eine ganze Lebensgeschichte und so. Von daher sehr interessant. Vielleicht steht es da auch mit den Todessern. Müsste ich mich mal genauer erkundigen. Aber bloß mal als Tipp für euch, wenn ihr noch ein bisschen mehr über die Welt von Harry Potter erfahren wollt, pottermore.com. Kann sich anmelden, muss das aber nicht, soweit ich weiß. So.
Ich finde, der vierte Film hat auch was insgesamt was wahnsinnig Düsteres an sich. Der ist ja von Beginn an echt so, schon so richtig auf Krieg ausgerichtet, möchte ich sagen. Ist ja wie im fünften dann auch. Aber allein die, dann auch zwischendurch nach dem Weihnachtsball, Harrys Träume da, wo er dann wieder von diesem Haus träumt und von Voldemort. Das ist alles wahnsinnig düster gemacht, aber ich finde die Sachen mit Karkaroff dann und auch das Turnier und alles an sich und Moody und so, ist alles düster, unheimlich. Deswegen fand ich den immer lange Zeit den echt den krassesten, hab den auch so gut wie nie angeguckt, also die anderen habe ich dann echt fast in Regelmäßigkeit, möchte ich sagen, angeguckt, aber den vierten habe ich dann immer weggelassen. Mittlerweile finde ich den nach dem dritten mit dem besten. Vom Film her, vom Buch her aber eigentlich auch. Aber genau die Diskussion hatten wir schon am Beginn des dritten Teils hier, von daher lasse ich das mal. So. Was ich halt wahnsinnig schade finde im vierten Film, ist, dass man von dieser Quidditch-WM gar nichts sieht. Es laufen ein Stadion rein, die Dings fliegen ein, die Mannschaften und dann war's das. Ich verlange jetzt nicht, dass man da das Spiel in voller Länge sehen muss, aber zumindest so ein bisschen was. Und wenn es nur die letzten 2 Minuten sind und der Sieg, also wo Krumm dann einen Schnaps fängt und der Sieg sozusagen ist, oder das ist ja auch eine ganz coole Szene, im Buch wird ja das ganze Spiel beschrieben, was da so passiert und wie das dann letztendlich auch endet, ganz knapp und so. Ich finde, das hätte auch für den Film super gut hergehalten. Das wären dann maximal 10 Minuten oder so länger gewesen. Das hätte man gut und gerne machen können, finde ich bis heute. Aber, tja, man hat mich damals leider nicht gefragt. Was vergessen? Nee, das sieht nicht so aus. Warum liegt das hier so auffällig rum? Nee, einfach nur so. Ach, da liegt Ron drunter, der Arme. Oh, sie klatschen. Das ist sehr nett. Warte mal, bevor wir Ron da befreien, machen wir hier mal noch voll sauber. Den wir den wahren Jedi, den wahren Harry Potter Status ja verpasst haben in der letzten Folge, muss das jetzt wieder her. Jetzt bin ich äußerst unglücklich. Ist es extra so gemacht, dass die Todesser die gleichen Geräusche machen wie Krabby und Goyle, weil es ja auch denen ihre Väter sind? Das wäre witzig. So. Was ich ja immer noch so im Kopf habe für die Zukunft mal, ist, dass wir mal noch einmal wenigstens, was heißt einmal, natürlich nur einmal, aber dass wir irgendwann noch Harry Potter und der Orden des Phönix spielen, das Spiel zum Film, also das richtige Spiel zum Film, weil das für mich nach wie vor ein so gutes Spiel ist und es könnte natürlich die Gefahr besteht, dass wenn wir es dann spielen, dass ich dann merke, dass es doch nicht so toll ist, aber also sagen wir so, es ist um Längen, um tausendfache Längen besser als Harry Potter, der Halbblutprinz, was wir auch schon gespielt haben, das war ja der absolute Witz. Übrigens fast ein Jahr gerade. Ne, es ist, glaube ich, mittlerweile sogar schon ziemlich genau ein Jahr her, dass wir das gespielt haben. Kommt mir vor wie gestern. Das hat mir, glaube ich, wirklich irreparable Schäden zugefügt. Ja, wie gesagt, Harry Potter und der Orden des Phönix. Super toll. Dann befreien wir mal den armen Ron. War der hier unten verhungert? Warum komme ich denn nur an so wenige von denen? Achso, kann ich das nach oben stehen lassen? Ah, ach, geht doch, verdammt. Ja, lass runter. So, jetzt nochmal.
Dankeschön. Hier geht's ja vielleicht ab, hey, unfassbar. Haben wir das schon rausgeholt? Ja, scheinbar schon. Ich habe kein so gutes Kurzzeitgedächtnis, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Können wir mit dem Besen doch? Ich wollte gerade sagen, wir können doch bestimmt mit dem Besen was machen. So, schön das Geld einsammeln. Können wir uns vielleicht irgendwann mal diesen Accio-Spruch für 4 Millionen leisten? Haben wir jetzt denn hier alles gesprengt? So, noch schnell das Feuer hier löschen. Und dann merke ich gerade, ist auch schon wieder Zeit für ein Päuschen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Lego Harry Potter wieder. Schaltet unbedingt wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Bye, bye.